Hallo, in diesem Video geht es um mein neues GTA-Community-Projekt, denn ich möchte den Destiny-Modus Trials of Osiris nach GTA Online bringen. Mitsamt seiner Competitive-Atmosphäre und Experience. Jeder Destiny-Abonnent von mir ist also auch eingeladen mitzumachen, vorausgesetzt, dass ihr eben GTA 5 habt und mitmachen könnt. Es wird 4 Teams à 3 Personen geben. Ein Team habe ich mir schon zusammengestellt, was bedeutet, dass bis zu 9 von euch jetzt noch die Chance haben mitzumachen. Voraussetzungen zum Mitmachen sind ansonsten, dass ihr Montag um 16 Uhr Zeit habt, das ist ein Feiertag, das sollte bei möglichst vielen Personen der Fall sein, und dass ihr keinen Undock-All-Account habt. Aus Fairness-Kriterien habe ich mich nämlich entschlossen, Undock-Alls hiervon zu bannen. Solltet ihr einen Undock-All-Account haben und wollt ihr trotzdem mitmachen, dann empfehle ich euch, dass ihr schleunigst einen neuen Account erstellt und anfangt, da legitim zu leveln. Unlock-Alls sind nämlich noobig und kacke. So viel schon mal dazu. Was ist denn nun Destiny Trials überhaupt für all die GTA-Abonnenten, die davon noch nie gehört haben? Es ist ein rundenbasierter 3 gegen 3 Eliminierungsmodus. Das bedeutet keine Respawns. Wenn man das Gegnerteam umgebracht hat, hat man die Runde gewonnen. In GTA kennt man das als Last Team Standing. So werden wir das vom Prinzip auch in GTA spielen. Das Team, das zuerst 5 Runden gewinnt, gewinnt das Match. Das hier sind jetzt übrigens Aufnahmen aus dem Editor-Test der Map, die wir dann auch spielen werden. Ähnlich wie in Destiny über schwere Munition und Spezialmunition wird es auch hier Power-Weapons als Pickups auf der Map geben, um die man sich entsprechend battlen kann. Namentlich Karabiner, Pump Action, Shotgun und Scharfschützengewehr. Da es in Destiny kein Auto-Aim gibt, zumindest nicht in der Form, wie es in GTA normalerweise vorliegt, werden wir auch diese GTA-Variante mit komplett freiem Zielen abhalten. Sorry an all die Bodenhansel, die nur mit ihrem scheiß Auto-Aim überhaupt mal was treffen können. Weitere Regeln beinhalten, dass die Map bitte nicht verlassen wird. Die Randbereiche der Map sind durch Pylonen gekennzeichnet. Wenn ihr diese Pylonen seht, geht bitte einfach nicht weiter. Bleibt im Inneren der Map. Solltet ihr jemanden dabei erwischen, der die Map verlässt, nehmt euch den Clip auf, sendet mir davon einen Screenshot. Und dann kriegt ihr die Runde entsprechend als Rundensieg gewertet und das Gegnerteam als Niederlage. Es wäre schön, sowas vermeiden zu können, also haltet euch einfach an die Regeln. Eine weitere Regel, die ihr bitte nicht brechen solltet, ist, dass das Radar so bleibt, wie es ist und Lester-Anrufe, um das Radar voll aufzudecken, nicht getätigt werden. Das soll zur Fairness dienen. Und dann gibt es noch eine Regel in Bezug auf Outfits, kugelsichere Helme und Helme im Generellen sind erlaubt. Was nicht erlaubt ist, ist, dass ihr euch irgendwelche Körperteile wegglitscht, damit ihr da nicht mehr getroffen werden könnt. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des Videos, nämlich wie ihr konkret mitmachen könnt. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr kommentiert bitte euren genauen PSN-Namen unter diesem Video, mit der Bitte, euch in eines der 3 freien Teams zu stecken, Team 2, 3 oder 4. Ich probiere den Teamwünschen in etwa Folge zu leisten, ich kann aber nicht dafür garantieren, weil ich Teamänderungen eventuell vornehmen werde, besonders wenn noch einige Freunde von mir mitspielen wollen. Ich werde dann probieren, die Teams in der Videobeschreibung einigermaßen zu aktualisieren. Weiterhin solltet ihr meinen Mod durch Jet PSN-Account adden. Der Name, wie er genau geschrieben wird, ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Auf dem habe ich bereits das Last Team Standing erstellt, auf dem werde ich das auch hosten und auf dem werde ich dann auch spielen. Ich würde euch trotzdem bitten, dass wenn ihr über einen Rockstar Games Social Club Account verfügt, dass ihr euch mit dem Link in der Videobeschreibung den Job bookmarkt, damit ihr jedenfalls in der anderen Gruppe seid oder in der Verlierer- oder Gewinnergruppe, je nachdem wo ich gerade nicht bin, das ebenfalls hosten könnt. Und ansonsten seid Montag um kurz vor 16 Uhr online, ich lade euch dann alle in eine Private Lobby ein, mit Free Aim und es werden entsprechende Partys für beide Gruppen geschaffen. Und von da aus können wir dann anfangen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ich mich sehr darauf freue, weil ich denke, dass es sowohl eine Gunskill als auch eine Team-Taktik-orientierte Abwechslung für GTA Online wird. Es gibt keine Fahrzeuge, es gibt keine Explosivwaffen, es gibt nur freies Zielen, kein Auto-Aim-Nonsens. Und kein Run-and-Gun anspruchsloser Bullshit, wie er in der GTA-Community ja sehr verbreitet ist. Und in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann.